Hallo und herzlich willkommen bei One to Punch. Ich bin Vitali Becker. Heute haben wir für euch eine wichtige Schutzausrüstung vorbereitet. Um eine effektive und verletzungsfreie Training zu erreichen, brauchen wir Schutzausrüstung. Und heute habe ich für euch Ellbogenschoner und Schienbeinschoner vorbereitet, um zu zeigen, wie wichtig die sind für uns. So wie ihr das schon gesehen habt, die Schoner sind von Firma Dedo. Man kann die einfach mit zwei Klettverschlüssen befestigen und so seid ihr schon bereit zum Training. Und ich muss sagen, die sind sehr robust und sehr fest. Ich denke, die halten wirklich einiges aus. Okay, und heute werden wir den Mr. Checker selber schlagen oder treten. Mal gucken, was er aushält und ob die Beine das mithalten. Probieren. So, das ist richtig gut. Das ist richtig klasse. Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Deswegen gegen Mr. Checker ist es optimal. Passt gut. Okay, Leute, jetzt kommt unsere Zusammenfassung nach dem Training. Es war sehr schön. Die Schoner haben geholfen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt fragen wir Juri, wenn wir jetzt 5 Punkte beste Zahl ist, was gibt der Juri, wenn er abgewehrt hat? Also ich würde den Schonern definitiv eine 3 geben, weil es halt optimal in den Bereichen schützt, in denen du sie auch anwendest. Aber es fehlen halt die Ellbogen und die Knie und der Spann. Ja, das ist die gefährliche Teile. Aber kein Problem, auf jeden Fall. Das, was wir schützen wollten, haben wir geschafft. Die Polsterung geht, es geht natürlich immer besser, wir werden die rausfinden, welche noch besser sind, aber benutzt die auf jeden Fall für Anfang, es reicht aus, wenigstens das und dann klappt schon Training eure viel besser. Mit euch war One to Punch, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, abonniert uns, ciao.